It's tool time. Naja, was soll ich da schon noch zu sagen? Ne? Brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Ne? Ja, wieder ein Kartönchen. Und ja, jetzt ratet doch mal, wo das herkommt. Genau. Und man sieht es auch gleich, was da Schönes drin ist. Und zwar eine aufblasbare Gummipuppe. Ja, auch gebrauchen. Ja, weg damit. So. Also meine Fernsteuerung, die ich zuerst hatte, also zumindest bei den Großmodellen, glaube ich, davor hatte ich, glaube ich, was anderes, weiß ich gar nicht genau, ist auch egal. Auf jeden Fall, dieses gute Stück hier hat mich noch nie im Stich gelassen. Hat natürlich so wie die Spektrumanlegen oder was auch immer, nicht ganz so viele Einstellmöglichkeiten, logischerweise. Ist ja auch nicht so teuer. Die erste, die ich gekauft habe, die habe ich wirklich für schlappe 17 Euro gekriegt und die funktioniert immer noch. Auch der Empfänger wohlgemerkt. Nur die Lenkung hier, die Feder, die schnackt nicht so schnell wieder zurück, so ein bisschen langsamer und das nervt ein bisschen. Und daran rumzubiegen macht meistens keinen Sinn. Andere Feder einbauen habe ich keinen Bock zu. Habe ich mir eine neue gekauft, die hat jetzt nur 30 Euro gekostet. Wenn man überlegt, gute Fernsteuerung, 300 Euro, 600 Euro aufwärts. Naja, wenn man das Geld in der Ecke liegen hat, ist natürlich eine schöne Fernsteuerung, eine teure natürlich was besser, ist klar. Und aber wenn man die mal aufschraubt, ist ja auch nicht viel mehr drin als irgendwie so eine Leiter, so eine Platine mit ein bisschen was drauf gelötet ist. Ne? Tja, naja, was soll ich dazu sagen? Ach so, was auch noch interessant ist, ja, ich dachte, jetzt machst du ein Schnäppchen. Da hat einer genau die ganzen Daten draufgeschrieben von dieser Fernsteuerung und ich war mal wieder zu schnell beim Bestellen und habe jetzt wirklich geglaubt, ich kriege hier für 10 Euro oder was, weil die andere hat ja nur 17 gekostet. Dachte ich mir, jetzt sei einer, der haut sie für ganz kleines Geld raus und hat das auch schön aufgeschrieben in der Beschreibung, hat die Bilder von der Fernsteuerung und also von dem Sender und von den Empfänger gleich auf ein Bild gehabt, einzeln so und dann gezeigt, wenn man die Bilder so durchzwitschte, halt das Ding und das Ding hier, den Empfänger. Na und jetzt ratet mal, was ich bekommen habe für das Geld. Natürlich nur dieses hier, weil so ein kleiner, ja, wie soll man das sagen, das war für mich Verarsche. Also man sollte in der Annahme, man war in den Glauben gelassen, dass man für das Geld auch den Sender bekommt. Ne? Ja, bei 17 Euro, was es sowieso gekostet hat, kann auch sein. Ne? Also ihr seht ja selber bei so verschiedenen Wischiwaschi da, da kriegt da Brocken teure und ganz, ganz, ganz günstige. Ne? Und naja, ist aber interessant, was so die Händler auf Marsch drauf knallen, ne? Wenn man das dann hier kauft und nicht direkt bei den Chinesen und andersrum auch. Naja, ist schon sehr beeindruckend. Naja, aber wir müssen ja auch irgendwo von was leben. Ne? So, jetzt habe ich noch ein kleines Paket, das zeige ich jetzt nur von der Seite, sonst sieht man wieder meine Handschrift und tralala, möchte ich nicht. Ja, ich bin mal gespannt, was das ist. Was Buntes auf jeden Fall. Ja, es kann nichts mehr passieren. Da, 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 da. Aha. Minicam. Ach, ich dachte, die kommt gar nicht mehr an. Auch wieder in so ein schicken, zerdötschten Paket. Ja. Die Funkdinger, ihr kennt da noch hier diese sechs- oder achteckigen, die man ins Auto schmeißt und dann sieht man, wer mit seinem Auto, also mit meinem Auto dann spazieren fährt, was ja nicht funktioniert hat. Ne? Und ja, da hat der Händler jetzt aus Amerika an der mexikanischen Grenze, ne, San Diego, geschrieben, ich soll ihn die Brocken zurückschicken. Mit einem Paket kostet das mit Verfolgungsnummer 37 Euro, noch ein paar zerquetschte, glaube ich, bei 70 Euro für die beiden Dinger. Ja, macht man das? Ne, eher nicht. Ja. Scheiß hoch drei. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Käuferschutz eingestellt. Die Dinger kannst du vergessen, außer es muss immer einer ein Handy eingeschaltet haben mit der App, ob er jetzt so ein Teil hat oder nicht. Und wenn der Dieb dran vorbeifährt, an dem sein Handy, dann funkt das zufälligerweise. Also, das macht so, weiß ich nicht, alle halbe Stunde mal ein Signal, weil sonst wäre die Batterie schnell alle. Ein Signal. Und wenn der jetzt mit seinem Handy zufällig dran vorbeikommt oder dran vorbeifährt, sendet das Handy dann ein Signal auf mein Handy. Also das heißt, das ist so ein Verbundding, so wie so ein, ja, jeder muss so ein Handy haben mit so einer App eingeschaltet, zufällig muss er vorbeikommen, dann funktioniert das und flächendeckend kann das nicht gehen, so wie sie das gezeigt haben, wie schön, der guckt auf sein Handy und sieht, wie das Auto vor seiner Nase daherfährt, ja, Pusteblume. Da habe ich eine ganz schöne Krawatte drauf noch, aber
Da wird er noch hören, ob ich meine Knatter wiederbekommen habe. Ne? So, jetzt will ich euch mit den Details von dem Gerät hier verschonen. Ja, das sind wieder so Gimmicks, die wie dies hier, wie was auch immer. Ja, ich probiere das aus. Versprechen viel, halten wenig. Und ich schätze mal, dass ich dem hier auch aufgesessen bin. Schöne Reklame, schöne Werbung. Bin mal gespannt, wenn man so ein Übersetzungsgerät hat. Das interessiert mich ja auch noch. Ne? So ein Direktübersetzer. Quassel ich rein, lass den anderen quasseln und was kommt raus? Chinesisch wahrscheinlich. Ne? Ja, klar. So. Und hier, weiß ich nicht, bin ich den auch aufgesessen. Da liegen also schon mal die Brocken unten drin. Ja, da brauche ich ja nichts so zu sagen hier. Klasse, ne? Ja, lerne ich dann am besten auch noch. Ja, ein Kabel dabei. Einfach so da unten reingepackt. Interessant, deswegen war das auch so schön ein Radbolt. Ja, so eine, weiß ich nicht, stell mich hin, Klemme, klammer mich feste, kennen wir alles von der GoPro. Ich wollte gerade sagen, ist nichts drin, hätte jetzt einen Schreikrampf gekriegt, ne? So, und das ist jetzt das Herzstück des Dingen, der Rubinswürfel für Zwerge wahrscheinlich. Oder Elfen, wie auch immer, wie groß die auch sind. Ein Hütli. Jetzt wird es aber spannend hier, ne? Ja, ich meine, die Fanschauen wollen die auspacken. Ihr habt ja schon alle gesehen bei mir zu Hause, mein Schiffsmann, ne? Ui, da geht irgendwas ab, sehe ich gerade. Der Horizont, Regenbogenstreifen, keine Ahnung. Danach zerstört sich das in 5 Sekunden, wenn er ab ist. Oh, das hängt fest. Jetzt ab. Na toll. Junge, 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 Junge. Ich glaube, ich lasse das sein mit den Telegram kaufen hier. Da rege ich mich nur auf. Ne, jetzt geht es nur noch im Motor rein. Ne? Also das war doch hier irgendwo, war der hier rum. Ne? Hat das einen Sinn gehabt? Hier über die Schrauben? Klar. Ich versuche das nochmal dran. Ach, Entschuldigung, ich versuche das nochmal dran zu fummeln. Scheint ja dahin zu gehören. War das jetzt so rum schöner? Weiß ich nicht. Ach, Kinder, sowas liebe ich ja, ey. Ist ja gleich was zum Friermel hier, ne? Also langweilig wird es mir nicht, doch. Ach. Ja, ich habe noch immer ein bisschen Schnupfen. Danke, Alex. Jetzt habe ich Rüsselpest Forever. Ja, da ist eine Schraube, wie man sieht. Ja. Ach, jetzt ist das noch zu lang. Ja, leck mich an den Tisch. Keine Ahnung, ich lasse das jetzt erstmal so und Arschlecken und rasieren. So, das soll auf jeden Fall, das kann den Dunkeln aufnehmen. Hier klackert irgendwas. Soll eine schöne Auflösung haben, weiß der Geier was. Hier kann man ein Bändchen dran machen, da kommt die Speicherkarte rein. Was soll ich dazu sagen? Ist eine Kamera, die nimmt man dann und die pappt man dann hier fest und dann kann man, oder hier unten, dann kann man dann sehen, wie sich das Zahnrad schön dreht. Keine Ahnung. Naja, so eine Art Spionagecam. Wahrscheinlich machen die Leute wahrscheinlich den Regenbogenfarben dann auch weg. Fällt ja nicht weiter auf. Ja. Und die funktioniert. Ach so, Besonderheit ist halt, 32er Gigabyte kommt da rein. Die Karte, wenn die voll ist, dann geht es von vorne los. Also dann löscht sie die erste Aufnahme und dann nimmt sie weiter auf. Ob das wiederum Sinn macht, weiß ich nicht. Was soll ich jetzt lange noch hier rumsulzen? Ich habe heute auch keinen Bock so richtig, merkt er vielleicht. Und man hat ja nicht immer Lust dazu. Da seht ihr noch ein paar Informationen, keine Ahnung. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie toll oder wie... Ja, das Gimmick ist, ne? Ist ja ein bisschen so eine Sendung in einem Fernsehen, fällt mir gerade ein, da wo sie dann hier den Pizzamann, Detlef, da Delfini oder was, den da mal und andere Konsole so Sachen ausprobieren, so Teile. Habe ich mal reingeschnuppert in die Sendung. Ja, da kriegt man zu viel. Naja. Aber das ist so leicht, das Ding, das kann gar nicht funktionieren. Allein der Akku da drin, der verkackt doch. Da ist die Karte noch nicht voll, da ist der Akku noch leer. Und wenn du das irgendwo hinstellst und der Akku ist so leer, dann was machst du, dann musst du ja Kabel ranlassen. Kabel kommt hier unten rein, wie willst du das hinstellen? Dann bist du am Fummeln, dann kannst du ja gleich ein GoPro da hinstellen, wo jeder sieht. Ne? Also nicht, dass jetzt einer verkehrt denkt, das schopfe ich jetzt nicht in eine Socke rein und stellst dann irgendwo hin, wo man lustige Sachen filmen kann. Bestimmt nicht, nein. Das sollte jetzt wirklich sein, weil die klein ist, kleiner ist, wie
wie die, so eine Actionkamera ganz einfach. Und die wollte ich mir dann irgendwo dran pappen ans Auto und dann spazieren fahren. Ne? Und weil die nicht so schwer ist, denke ich mal, dass sie dann vielleicht mit einer Kabelstrapse oder irgendwo festkleben, keine Ahnung, oder mit der Klammer, was weiß ich, da an Ort und Stelle bleibt und dann mal ein bisschen was filmt. Die andere Kamera, die ich mir schon mal in Holland dran gemacht habe, die, ja, die hatte irgendwo die Decke gefilmt und wenn ich es anders eingestellt habe, nur den Boden, das ist doof. Hiermit geht es vielleicht besser. So. Und wenn nicht, dann mache ich es mal auf den Helm und fahre Fahrrad damit. So, Schnauze voll, genug gelabert und naja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Oh, das sieht auch schon kaputt oder was? Sehr hochwertig. Meine Fresse, gut, dass die nicht so teuer war. Die schicke ich nicht zurück, die haue ich kaputt und zünde sie an. Bis dann, Ceva. Ding, 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 ding. Jo, 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 jo. So ein großes Feuerball, Junge! Okay.